pam pam. Achtung. Jetzt dreimal das machen. Auf. Go. Oh. Ahu. Hallo, herzlich willkommen. Salsa Body Movement. Wir nehmen heute Mikro-Makro-Musikalität und spielen damit, schauen uns diese Makro-Phrasing-Sache an und dann vor allem die Dynamiken Mikro. Musicality, sprich Betonungen, Dynamik, Spannung, Spitzen umsetzen. So, Struktur, die wir haben, ist zwei Salsa Basics vorwärts, rückwärts, einmal zur Seite und einmal nur zur Körperbewegung. Das hatten wir schon einmal. Erstes Mal, zweites Mal zur Seite, drittes Mal und jetzt nur mal ausschwingen. Eins, zwei, drei, drei und ausschwingen. Vier, zwei, drei, y las noches me saben a puro dolor. Bridge und wieder. Eins. Das war jetzt ein Übergang. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt beobachtet, wie immer im vierten Achter etwas Besonderes passiert. So wie das. Meistens, sagen wir so, die Zeit ist bei der 5, 6, 7, 5, 6, 7 und 1. Zwischen 5 und 1 passiert irgendeine Betonung. Sag. Bridge, wieder von vorne. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, Bridge, eins. Das war immer dazwischen, dieses Stück, das dazwischen ist, nennt man Bridge, ha. Achtung, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, eins, zwei, so weit und so. Jetzt geht es dann weiter. Was nehmen wir daraus, ist, dass die meisten Betonungen, die ich auch so gezeigt habe, anhand meiner Body Movement und auch Hände und Co., waren immer in dem vierten Achter. Ist das immer so? Nein. Ist es am häufigsten so? Ja. Ist das eine Art Muster, die man sich merken kann, und wenn man irgendwelche Betonungen sucht, dann sucht man sie in dem vierten oder in dem Fall achten Achter.
Aber wenn ich das weiß, dann ist es nicht zufällig. Wenn es nicht zufällig ist, hat es eine Struktur. Wenn es eine Struktur hat, dann kann man das lernen. Jetzt schauen wir uns die Dynamik an. Es ist mehr Mikromusikalität, die Betonungen in der Musik, und wir nehmen sie wahr und wir improvisieren dazu im Sinne von manchmal mehr, manchmal weniger. Sprich, wir passen jetzt die Dynamik unserer Bewegung an. Merkst diese? Jetzt wieder. So, side basic. Das ist unsere Basis. So, wie können wir das jetzt damit quasi zusammen verbringen? So, jetzt machen wir das gleich von vorne. Oh, ram, pam, pam. Das muss man wissen. Diese Hits, das muss man wissen, man muss das Lied 100 Mal gehört haben. Alles andere, was wir gemacht haben, muss man das Lied noch nie gehört haben, dass man gleich in den Flow von dem Song kommt. Ja? Diese Breaks, diese Hits am Ende, ja. Alles davor, nein. Wenn ich einmal gehört habe, Dame Felicidad, Paran, Tararam, Pam, Pam, wenn ich das einmal gehört habe, dann ist es, ah, okay. Eine nette Harmonie, nette Melodie. Wenn sich das zweimal wiederholt, das dritte Mal wiederholt, ha, das ist ein Muster, ha. Tarabam, wam, pam, pam, tarararam, pam, pam. Ja, da kann ich etwas draus machen. Tarararam, pam, pam, tarararam, parabam, pam, pam. Ja, da kann ich wirklich super kreativ werden. Aber davor ist es A, das wahrzunehmen, B, nein, A, Ressource dafür freizumachen, B, damit man das wahrnehmen kann, und dann die Bewegung, die Körperspannung aufbringen. So, es lange Rede, kurzer Sinn, machen wir es einmal noch. Dame Felicidad. Mit dem Side. Normale Spannung. Normale Spannung und dann beschleunigen. Und Dame Felicidad. Nächstes machen wir das Dame Felicidad mit unserem Drunken Sailor Step. Der eignet sich super cool, weil dieses hier so zusammen, das ist wie so, als müsste ich aufs Klo. Boom, das ist deutlich spannender. So, machen wir nochmal mit Side and Cross. Dame Felicidad, da da ba da bam pam pam, da 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 bam pam pam. Ja, da ist genau diese Beschleunigung, diese Spannungsveränderung, diese Dynamik, eben, die wir vorhin besprochen haben, jetzt angefeuert, angetrieben durch die Musik, durch die Melodie, die wir in der Musik spüren. So. Dame Felicidad. Dame Felicidad.
felicidades. Si la rumba te llama, vente pa' acá. Pa, 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 pa. Amalo, jetzt haben wir mit Basic, normale Basic. Da, da, da. Bam, bam, bam. Sprich, wir drücken uns von der 5 weg. 5, 6, 7. Jetzt ist zwar nicht in der Musik drinnen, aber dass wir den Schritt üben. 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6. Genau, normale Basic. Da. Da. Beschleunigung und Verzögerung. Da, da, und rasa, da. Und wieder. Da, und wieder. Es ist das, was mich antreibt, was ich so spannend in der Salsa-Musik finde. Eben nach diesem Chaos, es gab Zeit, wo einfach nur Chaos war. Und dann gab es Zeit, wo, hey, Moment, das ist nicht nur Chaos. Das ist wirklich sehr viel Struktur da. Als ich diese Struktur erkannt habe, das war wie Neo in Matrix. Ich kann Kung Fu. Hört euch das an, bitte. Schauen wir uns das an, was wir jetzt da gemacht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2. Was ist jetzt passiert? Wir haben diesen Schritt auf 6 betont und dann eine, ich nenne das stummes H und ich wurde belehrt, sowas gibt es nicht mehr. Aber 1, 2, 3 und 5, 6, 8, 1, 2. Diese 8, ja, war so, weil sie nicht da ist in der Betonung. Es ist nur so diese 6 da und dann ist quasi kein Abschluss per se. Jetzt schauen wir, wie wir das mit dem Schritt machen können. Nochmal. Oh. 1, 2, 3 und 5, 6, 8, 1, 2, 3. Wieso diese stumme 8?
weil ich irgendwie in meinem, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem von vor, ich will in meinem Grundtiming gleich bleiben. Ich will in meine 1, 2, 3 und 5, 6, 7 in etwa grob bleiben, aber innerhalb von dem spielen. Und 1, 2, 3 und 5, 6 und 1, 2, 3 und pumpa, damit ich insgesamt drinnen bleibe, weil sonst, wenn ich da jetzt hängen bleibe, dann ich muss irgendwie diesen extra Schritt machen. Machen wir es nochmal gemeinsam. 5, 6, 7 und 1, 2, 3 und 5, 6. 8, 1, 2, 3 und 5, 6 und stummes H quasi und dumpa und 1, 2, 3 und 5, 6, 8. Ja, jetzt machen wir es nochmal mit der Musik, weil das ist eben durch die Musik inspiriert. Und 1, 3, 2. Ja. Nehmen wir noch ein anderes Lied, das ein letztes für heute, weil wir sind schon über der Zeit und ich möchte nicht zu viel von eurer Zeit. Das wird immer wieder kommen. Ich gehe gleich zu dieser Stelle, damit es... So. Zeit. Es kommt. Mambo Basic. Jetzt mit dem Mambo Basic das Gleiche. Oh, go. Normal. Miran cuando ella moviéndose inspira bailando en la tropical. So, jetzt kommt ein Teil, wo man diese Muster nicht mehr erkennt. Ja? Spiel mal noch einmal das, damit es klarer wird, dort wo es wirklich dominant ist. Nur Side. Go. Ella se mueve por el malecón con mucha razón cuando el charangón empieza a sonar y a apretar. Esa niña tiene un malebaya. Los hombres la admiran cuando ella moviendo se inspira. Ein Beispiel, weil bitte solche Sachen nicht dauernd erwarten, dass sie dauernd da sind. Sie sind nicht dauernd da, weil in diesem sogenannten Montuno-Part, das ist quasi Refrain auf Salsa-Sprache, da ist diese Frage-Antwort, dieses Spiel zwischen dem Sänger oder Cantante und dem Chor, sprich den Vokal-Background-Sänger und Sängerinnen. Meistens sind es Männer, warum auch immer, fragt es nicht nach. Jedenfalls, er sagt immer irgendwas anderes und sie sagen immer wieder das Gleiche. Ja, das ist wie im Callcenter, wenn man dann anruft und im Callcenter, egal was du sagst, sie sagen immer wieder das Gleiche. Ja? In dem Fall ist es auch, und wenn man das erkennt als Muster, damit kann man dann sehr kreativ werden. Ja, und da kann man dementsprechend seinen Tanz anpassen und eigentlich jedes Lied wird dann, jeder Tanz wird einzigartig, wenn man auf das eingeht. Es ist etwas anspruchsvoll, macht es einfach mit und nicht viel darüber nachdenken, wenn ihr da jetzt nicht alles nachvollziehen könnt, mitmachen könnt. Das ist vielmehr so ein bisschen zum Inspirieren, um mal zu, ah ja, das gibt's, ach so, das gibt's auch und das, da, auf diesen Rhythmus kann man eingehen, ob man das jetzt wirklich umsetzt oder nicht. Das ist jetzt eher so eine Inspirationssache. Da sind auch immer wieder Muster drinnen.
Zahl. Mira como dice. Oye, merkt das? Voy a hacerte una versión und es ist tantas que dos mujeres maridos. Un beso, ta, ta, ta. Dos mujeres tres maridos buscaban su llegada. Normal. Zeit basic, aber etwas reduziert in Rumba-Manier, kubanische Rumba. Merkt diese Staccato. Und jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
go. Nochmal eins, betone, go. Nein. Wieder. Rechte Hand hinauf, auf ein, go, und, ein, und, ein, und linker Fuß quasi zur Pose, go, ein, go, und, ein, go, und, ein, rechte Hand. Ei. Rechte Hand. Ei. Mädels können das machen. Ei. Letztes Mal und Foto. Video. Ai, ai, ai. Ave Maria und Josef. Rette uns. Okay, Leute. Ave Maria. Ich hoffe, ich habe nicht erschreckt mit dem, sondern dass ihr so ein wenig, ich wollte euch ein wenig mitnehmen auf die Reise. Klassische Timbacumana ist manchmal so noch mehr Chaos als klassische Salsa. Das ist, die kubanische Musik ist noch einmal ein oder zwei Level busier, wir empfinden es chaotischer, aber es hat sehr viele Wiederholungen, Muster, Strukturen, die das Ganze doch spannend und für unsere Bewegung natürlich irgendwie interessant machen. Und wir schließen damit unsere Salsa Body Movement Einheit ab. Vielen Dank und bis bald. Bleibt schön in Bewegung. Aye.